Herzlich willkommen bei Totopolis TV. Heute zeige ich euch, wie man die Platine vom Galaxy S3 ganz einfach wechselt. Als erstes schalten wir das Samsung aus, entfernen das Backcover und holen den Akku raus. Anschließend lösen wir die 10 Schrauben und entfernen die Abdeckung. Jetzt lösen wir die einzige Schraube des Mainboards. Anschließend lösen wir das Flexkabel von der letzten Abdeckung und entfernen mit einem Plastiktool die komplette Einheit. Danach lösen wir noch die letzte Verbindung und entfernen vorsichtig das Mainboard. So, jetzt noch das neue einbauen und das Samsung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Danke fürs Zuschauen, kommentiert und abonniert mich. Bis dahin, ciao!